Ja, einen schönen Nachmittag für Sie. Wir hoffen, dass wir auch trocken bleiben noch bei unserer Auktion. Hintergrund dessen ist ja, dass quasi die G20, die Finanzminister G20, 2008, 2009 im Rahmen der großen Finanzkrise große Versprechungen gemacht haben, dass sie die Steuersysteme verändern wollen, dass Finanzkrisen nicht mehr entstehen sollen und dass die Unternehmen auch ihre Steuern zahlen, die sie in die Steueroasen verschoben haben. Leider ist aus den großen Versprechungen bis heute nichts geworden. Die außer großen Ankündigungen und ersten zaghaften Reformansätzen ist nichts passiert. Und aktuell muss sogar die EU-Kommission für die einzelnen Länder Steuer eintreiben. Ich glaube, Sie kennen alle das Beispiel Apple, das 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nicht gezahlt hat. Und von daher hier unsere Aktion dazu, den Steuerwettbewerb, die Steuerunterbietung zu verhindern oder darzustellen. Unser Ziel ist es, dieses System abzuschaffen, indem wir unsere Forderung aufgestellt haben nach einer Gesamtkonzernbesteuerung weltweit, um diesen Unterbietungswettbewerb zu stoppen. Die Steuerauktion, Sie kennen das alle, zum Konzernwohl gegen das Gemeinwohl. Wer braucht schon das Gemeinwohl? Ja, wir sind ja hier beim G20-Treffen. Großkonzerne sollen gefälligst ins Land kommen, sie sollen da Arbeitsplätze schaffen. Das tun sie zwar nicht, aber sie bringen ordentlich Rendite für die Reichen. Das ist letztlich auch das, worum es geht. Machen wir uns nichts vor, alles andere ist gelogen, ja, dieses ganze Gequatsche von wegen Arbeitsplätzen und Infrastruktur, das ist natürlich Blödsinn. Wir sind bei der Steueraktion zum Konzernwohl und gegen das Gemeinwohl. Wir warten auf die Staaten, die sich hier gegenseitig unterbieten, um Konzerne ins Land zu locken. Reden wir einfach kurz vielleicht über die populären Beispiele. Apple wurde schon angesprochen. IKEA macht das Ganze schon seit, gefühlt Menschengedenken. Da brüstet sich der IKEA-Gründer mit, dass er da ein super intransparentes System erfunden hat. Da steigt keiner mehr durch, mit dem Ergebnis, dass IKEA seit Jahrzehnten eigentlich auf Stiftungsbasis irgendwelche Gelder hin und her verschiebt. Und wir haben natürlich auch Starbucks, ein wunderbares Beispiel von einem global organisierten Konzern, der durch Steuertricks es schafft, trotz massiver Gewinne in den einzelnen Staaten, wo die Filialen tätig sind, eigentlich nirgendwo Steuern zu bezahlen, weil, und das ist der Clou, die Filialen an eine Konzernmutter dafür, dass sie das Logo tragen dürfen, ja, also Abgaben bezahlen müssen an eine Stiftung. Und die geht nach Holland, ja, und in Holland wird auf solche Gelder einfach keine Steuer erhoben, mit dem Ergebnis, dass zwar ordentlich Kohle gemacht wird, aber keine Steuer bezahlt wird. Das sind so Formen von Steuertricks, die wir gerne abschaffen würden. So, wir sind bereit, sehr schön, es geht los mit der Auktion, mit der Steuerauktion zum Wohle der Konzerne. Ich begrüße euch zur Steuerauktion. Ihr kennt das Spiel, hier geht es um wer bietet weniger. Schließlich wollt ihr ja die Konzerne ins Land holen. Die sollen da ja Arbeitsplätze schaffen. Naja gut, wir kennen ja alle, was für Arbeitsplätze, aber ihr müsst da ja nicht arbeiten, dann ist es ja auch egal. Also, die Steuerauktion Konzernwohl vor Gemeinwohl ist eröffnet. Die global agierenden Konzerne erwarten ihre Angebote, meine sehr verehrten Staaten. Ich gehe mit meinen Steuern runter. Konzernsteuern runter, das ist ganz toll, das finden wir super. Ich möchte ja gerne kurz fragen, Transparenz ist ja hier Trumpf. Wie wollen Sie das denn machen? So ein bisschen Budget braucht so ein Staat ja, da gibt es ja so Zahlungsverpflichtungen. Ich kann einfach meine Renten weiter kürzen. Super Idee, das lieben wir. Ja, Renten kürzen, das ist geil. Das ist nichts das anderes. Geht noch tiefer. Lohnnebenkosten runter. Das geht noch tiefer. Was auch? Oh, hier England legt nach. Kein Problem. Noch tiefer. Ja, jetzt fragen wir doch mal die Briten, wie sie das machen wollen nach dem Brexit.
kennen wir ja schon. Mieten drauf. Ja, hervorragend. Die Mieten drauf. Wer braucht schon sozialen Wohnungsbau? Ja. Ja, wer braucht schon günstige Mieten? Die Leute können doch auch 100 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen. Das ist für so einen Müllfahrer oder für so einen Polizisten doch überhaupt unproblematisch. Ja? Das Kapital kommt an. Genau, das Geld muss nach oben, nicht nach unten. Mieten drauf, perfekt. Da brauchen wir weniger Zuschüsse zu mieten. Wir machen die Konzernbesteuerung noch viel tiefer. Ja, ja, jetzt hier. Noch viel tiefer. Er legt doch mal nach. Er legt doch mal nach. Was sagt Schweiz? Ich habe meine Konzernbesteuerung kommt einfach komplett weg. Meine Güte. Ganz weg mit den Konzernsteuern. Das ist mein Angebot. Aber wie will denn die Schweiz das machen? Ach, wie will denn die Schweiz das machen? Das ist kein Problem. Die Leute arbeiten einfach bis sie 73 sind. Na, endlich mal ein kreativer Vorschlag. Rente bis mit 67. Das ist doch was für Laschis. Ja? Rente ab 73, wenn überhaupt. Und die ist dann ja auch noch gekürzt. Das sind geile Vorschläge, liebe Leute. Also eindeutig, der Zuschlag geht an die Schweiz. Dankeschön. Dankeschön, hervorragend gemacht. Wir machen ab sofort auch mit. Wir machen auch ganz weg, weil dann sind wir das nächste Mal vielleicht wieder dabei. Ja, ja, die nächste Auktion kommt ja. Oh, dankeschön, danke, das ist sehr freundlich. So, die nächsten Staaten. Wer will denn noch Konzerne ins Land haben? Wer will denn noch die Konzerne ins Land? Oh, Irland! Ja, Irland hat sich in letzter Zeit ja besonders hervorgetan. Ja, da sagt man denen, nehmt endlich die Steuern ein und die verweigern das auch noch. Ja, das ist super, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist so richtig im Nichtwohle der Bürger. Ja, also Konzernwohl vor Gemeinwohl. Gut, fangen wir an. Also neue Konzerne rein ins Land. Irland, was bieten Sie? Ja, unsere Steuern sind ja schon richtig tief, aber die werden einfach noch tiefer. Noch tiefer ist ja unglaublich. Unglaublich, noch tiefer ist jetzt nicht ganz neu, haben wir schon öfter gehört, aber noch tiefer. Noch tiefer. Das ist doch meine Ansage, Hauptsache noch tiefer, das ist das Wichtigste. Haben Sie auch noch mal neue Ideen, wie Sie denn das umsetzen können? Das ist ja auch immer wirklich, da muss man ja auch was für tun, ne? Dass man einfach so die Steuern senkt. Wir machen gleich mal noch mal runter und das geht so. Runter, mal geht ja, runter. Hervorragend, wir machen hier runter mit dem Tor. Ja, ja, aber jetzt hier war erstmal hier das Angebot. Also, was? Ahn trotz Arbeit, ja, Leute, brillant. Einfach brillant. Wenn man schon arbeitet, kann man auch ruhig arm sein. Genau so mögen die Konzerne das. Das ist super. Aber wir schaffen Abhilfe. Wir schaffen Abhilfe. Bei uns gibt es Tafeln mit Würde. Tafeln statt Würde. Ja, unglaublich. Genau. Erst hungern und dann noch verarscht werden. Das ist richtig. Ja, erst verhungern lassen und dann auch noch die Würde nehmen. Das ist ganz im Sinne der Konzerne. Das gibt sofort einen Zuschlag. Dankeschön. Was ist schon mit Würde? Wer braucht schon Würde? Also Apple halt, aber doch die Menschen nicht. Hervorragend. Ich gratuliere. So, haben wir noch zwei? Haben wir noch zwei Konzerne? Noch zwei Staaten, die Konzerne haben wollen? Deutschland. Ja, Deutschland will auch immer ganz, ganz tief runter mit den Steuern. Das kennen wir ja. Da sind die armen Grünen ja völlig mit gescheitert. Da wollten sie endlich mal die Reichen an die Tasche und vor 4 Jahren. Aber die Deutschen haben es nicht begriffen, dass sie nicht reich sind. Ja, also da halten sich Leute für die oberen 10%, die gehören nicht mal zu den unteren 30. Jawohl, also, was war Deutschland gegen die USA? Das Land mit einem ganzen Staat, das eine einzige Steueroase ist, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, da hat man 50 Staaten, nennt sich die Vereinigten Staaten und dann hat man da so ein faules Ei dazwischen. Das ist super, da stehen wir drauf. Ja, hooray for the Konzerns. Also, wie sieht's aus, Corporations for? So, ja. Die Steuern bei uns. Wer fängt an? Werden einfach gleich noch viel tiefer, als sie schon überall sind. Noch viel tiefer ist das Gebot. Da hauen die USA schon direkt ab, da fällt ihnen nichts mehr zu ein. Was fällt noch viel tiefer ist das Gebot? Zum Ersten, zum Zweiten. Das auch runter, auf jeden Fall, für die Amerikaner. Ja, runter reicht nicht, sie müssen viel tiefer ist hier zu schlagen. Also, zum Ersten, zum Zweiten. Ganz ja, weg. Problem. Ja, endlich, da kommt es. Ganz weg mit den Steuern. Ganz weg mit den Steuern. Das ist es. So, und da gibt es bestimmt auch noch ein paar schöne, fiese Ideen, wie man sowas umsetzen kann, oder? Natürlich können wir. Ja, also, hier mal Butter bei die Fische. Wir wollen noch wissen, was wir eingekauft haben. Was sind denn hier die
Die Härten, die Gesetzeshärten. Wir werden unsere Schulen einfach kaputt sparen. Bildung braucht sowieso kein Mensch. Eine super Idee, aber eigentlich war er jetzt schon viel tiefer mit den Steuern. Aber der Vorschlag ist natürlich... Ja, und das alle weg. Ja, das machen unsere privaten Investoren. Wir schaffen Rente ab, Mieten rauf, arbeiten bis zum Umfallen. Würde, Schulen, Bildung... Ja, da können wir nichts mehr sagen. Das ist brillant. Das ist ganz im Sinne der Konzerne. So lieben wir das. Das ist globale Wirtschaft, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben seit 20, 30 Jahren. Seit Thatcher, seit Reagan, seit Helmut Kohl. Das ist globale Wirtschaft. Ala G20. Dankeschön. Die Auktion ist beendet. Gratulation. Wir sind alle am Arsch. Aber die Konzerne haben die Kohle. Das wollen wir haben. Super.